Komm mal hier drauf. Dann ein LPG. Klatschen das. Ah, nee. Ach, der hat ja den anderen Anschluss. Okay. Nee, funktioniert irgendwie nicht. Okay, warum nicht? So, Gas kommt man leider nicht tanken. Ich habe ein bisschen Benzin getankt. Ey, krass, ey. Über, keine Ahnung, 15 Liter getankt und das Ding hat sich nicht mal bewegt. So einen großen Tank hat das Ding. Wir haben folgendes Problem, das zeige ich euch noch beim Tanken von der Gasanlage. Der stand ja sehr, sehr lange und da ist ja eine Kugel. Das heißt, sobald ihr tankt, mit dem Druck öffnet sich die Kugel, also geht zur Seite und dann, wenn ihr dann fertig getankt habt, kommt der Druck wieder zurück und schließt diese Leitung. Und das ist das Problem. Ich glaube, der ist einfach nur festgerostet. Der würde ich erstmal mal ein bisschen WD-40 reinklatschen und das Ding dann später nochmal probieren zu tanken. Aber jetzt hatte ich keine Zeit, weil ein Mr. Do-It wartet. Bis gleich. Seit ich ein AMG fahre, denken die Leute, ey, ich habe mich geändert oder so. Was natürlich purer Schwachsinn ist. Schwachsinn, was sagt sowas? Ja. So, ich bin bei Channel. Und Channel wird den ja heute mal fahren mit mir. Zusammen eine Runde. Und dann werden wir die Reaktion sehen. Und Channel, so nebenbei Jungs, ihr geht auf die 100.000 zu. Ihr müsst den auf jeden Fall abonnieren auf Ehrenbasis. Lasst den sofort die 100.000 voll machen hier. Nee. Channel, komm, ja. Lass eine Runde fahren. Wohin? Mit dem AMG. Oh, bitte. Eine Runde. Du hast doch mit dem AMG. Du was bist Beifahrer. Was soll ich in dieser Situation genießen, Digga? Guck dir meine Hände an. Brandblasen überall. Ist doch egal. Du bist... Bitte. Echt jetzt? Ja, eine Runde. Komm, du kannst auch drinnen rauchen. Aber ich hab einen guten Rauchbereiter. Jetzt mit dem Stern, da halten uns die Bullen sofort an. Was denn, ey? Das musst du machen, wenn der AMG fährt. Aber Motor, guck mal. Kriegst du nicht im Arsch. Hammergeil. Sobald du drauf drückst, ja, sagst du, boah, ist das. Orgasmus. Ne, allein dieser Sound, ne, das ist ja, ja so amerikanisches Stil so. Ja, ja. Da wird ja auch Amerika gebaut, ne? Aber du kannst, überleg mal so ein V8 von so einem Cadillac. Ja. Ja, der rotzt richtig. Das ist deutsche Technik, guck mal. Sahnsauber. Wir sterben. 100. Dafür, dass das Auto weit über 2000 wiegt. Hammer. Ist schon Respekt, ja. Ja, ne? Ja, genau. Und hier können wir auch beschleunigen. Ne? Hier könntest du, ja, ist offiziell 100. Oder 80, glaube ich. So, das Geile ist. Lass uns dem jetzt ohne Scheiß. Lass uns dem Motor ein bisschen Liebe geben. Definitiv kriegt er. Der hat definitiv Zündaussetzer. Ja, ich schätze mal, die Zündkerzen sind nicht die besten. LPG stand sehr lange und ich schätze mal, dass die überhaupt keine LPG-Zündkerzen drin haben. Schon auch. Meinst du, einer hat einfach so gewechselt? Ich schätze mal einfach normale, weil die sind ja auch sau teuer, ne? Ja, ich weiß. Ich schätze mal, LPG-Zündkerzen für den Wagen bist du bei 300 Euro. Ja. Pro Seite 8 Stück. Und ich bin mir sicher, dass sie einfach nur so scheiß Dinger reingeklatscht haben. Hier machst du neue Zündkerzen rein, das Ding schnürt wie Kett. Ich würde aber trotzdem Kurbelgehäuse, Entlüftung, alles kontrollieren. Ja, natürlich. EGR und so, alles kontrollieren und dann, weil du hörst richtig, dass der vielleicht sogar nur auf 7,5 läuft. Ja, ich schätze mal. Also, dass er manchmal mitzündet, also im oberen Drehzahlbereich zündet er, glaube ich, mit. Ja, ja. Hier rechts? Nee, ist schon Baba. Also, wenn man den fertig hat, aber dann kommt die große Baustelle. Innenraum, aber da haben wir unseren Werner. Werner ist übrigens einer. Auf, ja. 100 Pro. Hier die Gänge auch durchziehen, ne? Hammergeil. Aber guck mal, Kardanwelle hinten, hörst du? Das kann sein. Gibt einen Knall hinten auf die Kardanwelle. Nee, das ist nicht die Kardanwelle. Beim Beschleunigen vom Start. Wir haben ja
einem Verteilergetriebe. Ja. Und da drinnen ist eine Kette, Channel. Es kann die Kette sein, aber ich glaube, so wie das klingt, ist es die Kardanwelle. Ja, die Kardanwelle wird aber so klingen, damit. Ja, kann beides sein. Kann auch beides sein. Kann auch mal so ein dumpfes, beim Beschleunigen, so ein dumpfes Knallen. Aber minimal. Minimal. Aber wird natürlich schlimmer. Das noch wegmachen, damit er sofort von unten herumzieht. Ich sag dir, hier ist jetzt, also ich habe den Magen ja noch nicht. Es ist jetzt Ziel ist erstmal die Folie machen. Ja, aber ich würde komplett die Außenhaut revidieren. Die ist komplett gefuscht. Genau, das mache ich ja. Vielleicht. Oh, guck mal, der macht sogar den Sitz strammer. Ich merke gerade, der hat ja einen automatischen Gurtspanner. Habe ich bei der S-Klasse, wusste ich auch nicht. Da ist unter dem Wagen ist Seilzug. Und wie du fährst, wird der strammer oder lockerer. Ey, das ist ja cool. Ja, der zieht dann unten das Schloss runter. Habe ich auch nicht gewusst, bei der S-Klasse habe ich das gesehen. Aber wichtigste Frage ist für mich 1900 Euro. Was sagst du zu diesem Preis für das Auto? Ja, geschenkt. Wenn du den Motor ausbaust, nur den Motor verkaufst, kannst du schon 1,5 nehmen. Natürlich. Und hier hast du noch einen Lenker bei uns. Ihr wisst, was ich meine. Ja, AMG-Lenkrad. Ja. Guck mal, Holzoptik. Ja. Das Lenkrad ist ja fast das gleiche wie bei mir in der S-Klasse. Kostet bei Mercedes 2500 Euro netto vor Steuer. Das ist krass. Ne? Also nur mal so, damit man sich vorstellen kann, wie teuer sowas ist. Allein dein Tacho. Ja, AMG-Logo, ne? Ja, alles. Mit dem Chrom und so. Ja, sicher. Chromoptik schön mit dem Rand da hinten. Mann. Ja, ein Spatz. Digga, die laufen noch über den Zebrastreifen. Ja, ne, über den Zebrastreifen. Läuft ein Spatz hier, Alter. Hopp, hopp, hopp. Ja, aber das ist... Achso, und die Anzeige hier oben, ne? Ja, da darf man auf jeden Fall nicht hinschauen, weil du ja den momentanen Verbrauch dann hast. Ich weiß. Ne? Und ja, willst du nur Sound umsonst oder was? Was meinst du? Wenn du nur Sound willst, kannst du auch eine Box hinten einbauen. Ja. Ja, du hast hier Leistung, Schub, Orgasmus und noch Sound dabei. Du glaubst nicht, ne? Ich fahre ja seit ein paar Tagen schon hier hin zurück. Der verbraucht gar nicht so viel. Also ich bin mal gespannt, wie viel er verbraucht. Das werde ich noch testen. Lass erstmal den Motor optimieren. Ja. Dann. Und du hast ja auch noch die Gasanlage drin. Ja. Aber vielleicht ist ja hier die Gasanlage Beweis dafür, dass doch die Mythen falsch sind. Denn die funktioniert nach so vielen Jahren. So, Baba. Guck mal, Tor ist auch auf. Gerade aufgegangen. Ja, ist schon schön. Aber das Geklapper, das muss unbedingt weg, Digga. Das mache ich noch. Da ist ja gar nichts mehr heile da unten. Ich auch. Hängt noch in seinem Glied so, aber es ist kein Gummi mehr drum. Ja, werden wir sehen, ne? Die haben ja zwei großen Querlenker, einmal oben und unten. Oh ja. Und da wird auf jeden Fall was kaputt. Und der obere ist Horror, den zu lösen. Ja. Oh. Genau, weil er durch die. Ja. So. Katastrophe. Sorry, wenn ich so ein bisschen ab und zu die Kinnlade runter. Ich bin voll müde. Ja. Ich habe gestern bis 4 Uhr nachts Video geschnitten. Wir helfen, machen gerade ja das Menschlichkeitszeigen-Projekt. Müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ja, das ist auf jeden Fall echt viel Herz steckt dahinter und wir sind gerade wirklich richtig dabei. Jetzt gerade sind so die letzten Arbeiten. Morgen haben wir TÜV. Bei dir, ne? Dann geht's weiter. Heute sind die neuen Reifen gekommen. Super Sache. Warte. Nichts sagen, warte. Ich sehe schon, du hast einen Blick. Bruder, ich überlege gerade, ob ich dir den abkaufe und selber fertig mache. Was sagst du dazu? Ey, ich schwöre dir, diese Power ist geil, ja? Hammer, ne? Ich schwöre dir, Alter, das ist... Also, ich sag jetzt, ich schwöre, weil ich voll... Ja. Aber der zieht auch. Der ist Hammer. Ich laber nicht in Videos. Ich kann so lange... Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt in einem AMG sitze. Jetzt habe ich es verstanden. Alles Hammer, ne? Jetzt habe ich es verstanden. Allein, wo du angemacht hast, ne? Blick habe ich drauf. Nein, also man merkt das voll, ja. Das ist so maskulin, so. Und pervers, ja, ist unnormal. Wie ist der ML aber, ne? Ist doch mal nicht schlecht. Ja, ich sag mal, das Außen. Also, wenn du hier drin sitzt, du hast nur diese Power, die du willst. Ja. So. Also, Aussehen juckt mich jetzt gar nicht. Wobei, Tacho sieht ja jetzt nicht schlecht aus. Tacho ist schon geil. Tacho mit dem silbernen Rand. Ja, ist schon geil. Schöner Akzent. Aber, ey. So, boah. Egal wo du hinfährst, jeder guckt. Ja jetzt auch wegen der Folie und ja, so. Ja, ne? Ich mein wegen Sound. Ja, jeder Sound. Guckt, also das ist schon wirklich heftig. Ja. Aber du musst doch einmal ein Wort über die Folie verlieren hier. Also die Folie, sag ich dir ganz ehrlich, pack den erstmal, mach. Man merkt direkt Qualität.
Sag mir mal. Oder ach, du hast so 2 Meter. 1 Meter. Shannon, komm, komm. Aber falls ihr, hier, komm, 1 Meter. Hast du noch, komm noch. Fahrwerk hast du viel zu tun. Fahrwerk funktioniert also, nicht. Also ich glaube, alle Gelenke sind im Arsch. Ja, ja, ein paar Gelenke sind auf jeden Fall. Ich habe dir von unten noch nicht geschaut. Also dem Vorbesitzer war eigentlich nur der Sound und die Schnelligkeit ja, wichtig. Sonst nichts. Das merkst du sofort. Aber ich habe ja den Checkheft, ne? Checkheft wird bis 211.000 oder so. Echt? Immer bei Mercedes. Also mit der Folie, das wird ganz schlimm. Ja, wenn am wir mal am besten ist schon wirklich bei so Hardcore-Dingens mit Bunsenbrenner dran. Ja, ich glaube an der Seite geht's. Guck mal, hier konnte ich das schnell abmachen. Nur wo die Sonne genau direkt drauf gescheint. Ne? Da haben wir Probleme. Hier, guck mal. Mach mal Finger rein. Schau. Also, du weißt schon, das ist keine normale Folie. Das ist Sprühfolie, ne? Echt? Das ist keine Wrapping-Folie. Das war Sprühfolie? Das ist Sprühfolie. Weißt du, warum du das merkst? Weil das so dünn ist. Die haben nur so zu wenig Schichten drauf gemacht. Und das Dünne, ja, das kriegst du jetzt so schwer ab. Dicke Folie, die machst du warm. Ja. Wenn das ich jetzt. Wie Farbe? Mal, ja, ja, das ist wie Farbe, ja. Ja. Guck mal, es gibt, ich habe das ja damals gelernt bei dem oder mit erfahren, die mischen zu wenig Gummi mit rein. Ja. Und dadurch wird das Ding nicht so schön elastisch und die tragen das dünn auf. Ja. Also du musst bei so einem Auto mindestens, also bei so einer Folie mindestens so 3 Schichten, 4 Schichten. Ja, und zu dünn, ne? Ja. Ah, das wusste ich nicht. Aber oh, ich habe schon gesagt, wie gut Wrapping. Haben die das foliert. Ist kein Wrapping. Ist keine, guck mal, das siehst du hier direkt. Ja. Guck mal, wie dünn das ist, Digga. Ziemlich, guck mal, wie dünn. Das ist Sprühfolie. Und teilweise geklebt noch darunter. Was? Mit irgendwas. Ich hab nur was. Oder kennst du vom Baumarkt diese Folien? Möbelfolie? Ja. Oder weißt das ist das? Ja, Digga, das ist viel zu dünn für eine normale Wrappingfolie. Ach, die Seite geht nicht. Ach, die Seite geht, glaube ich, nicht drauf. Nee, doch, die Seite geht drauf. Doch, hier bin ich noch reingekommen. Nee, weiß ich nicht. Jetzt spinnt Dings, zentral spinnt jetzt. Warte. Ja, machst du mal da drüben mal auf, bitte. Komplett, komm. Nee, hier. Ja. Komm mal, Channel. Hier. Komm mal, was ich für dich hab hier. Er schickt mir ein Bild. Ich denk so die ganze Zeit, wann kommt das? Ey, richtig geiles Ding. Ich hab für dich auch was Schönes. Ja. Du kriegst heute was. Musst du, aber dass du den E-Mail mitgebracht hast. Das musst du immer in der Tasche tragen. Weil ich sehe das ja, du machst immer mit dem viereckigen Licht so, weißt du, da ist es geil. Das ist schön hell. Ja, ach du, mach mal rein, guck mal, wie hell das ist. Dingens, was wollte ich sagen? Da muss ich aber Akkus besorgen, oder meinst du, die hatten lange? Nein, die sind noch da. Sind das Akkus? Das sind Akkus. Nein, natürlich, Batterie einfach. Was wollte ich schon sagen? Ne, das ist noch das Beste. Hast du deinen Zuschauern erzählt, was wir heute Herbes vorhaben? Nein, das werden die aber also sehen. Also heute werden wir die ultimative Kanal. Menschlichkeit zeigen. Ja, aber vieles mehr auf seinen Kanal. Ja, das auf jeden Fall. So wir werden das schön intensiv. Ja. Also das wird heute wirklich... Oh ja. Ja, und das dann, da habe ich ein bisschen so den TÜV-Flair, ne? So. Ja. Nein, aber ohne Scheiß. Das Auto, wenn ich so jetzt gucke... Das wäre neben dem Mercedes die zweitgrößte Herausforderung. Ja, aber es wäre schön. Das wird genauso wie deins unten verrostet, bin ich mir sicher. Ich habe mir den echt noch nicht von unten angeschaut. Wobei hier, guck mal, das sieht man auch, so ein Tuning-Ding. Ja, nee, das ist original. Ach, original, das jo, ist original. Alter. Ach, haben die hier reingeklebt? Ja, ja, das ist geklebt. Hallo, AMG. Aber guck mal, hier drunter sieht es gut aus. Aber ich erinnere, das ist Plastik, ich glaube schon, dass da drunter... Ja, aber man sieht ja hier so ein bisschen... Ja, also bei mir war es schon hier unter dem Gummi. Aber der wird sehen. Ich glaube schon, dass er schon da tut. Ja, also die Krankheit ist es auf jeden Fall. Also hier siehst du auf jeden Fall schon. Habe ich schon gesehen. Also da wirst du auf jeden Fall Spaß haben. Aber da kann jo. Ich ja. Ich habe ja mittlerweile Erfahrung. Ja, natürlich, ich habe ja gesagt, du gehst dran. Aber guck mal, so dafür. Bremse? Ich meine, die quietscht. Klar, der braucht einen Rundumschlag, Digga. Das ist, ja, das mache ich aber. Das ist, für wenig Geld. Guck mal, wie kann das sein, dass nur der Deckel hier rostet? Wie geht das? Keine Ahnung. Ich meine, ist gut, dass nur der Deckel rostet, aber guck mal, mit der Gasanlage, da könnte man noch mal mit dem Herrn Nagel was machen. Gern Nagel, habe ich ja. Ja, Digga, der macht das über 20 Jahre schon, der Typ könnte ist ultra. Könnte man. Der macht seinen Laptop dran und dann sagt er ganz genau, welche Düse, wie viel, da ist ja dieser Verdampfer ja. Und so, der sagt dir sofort, was los ist. Ja, das können wir machen, also, der ist aber jetzt ja heißt. What the fuck? Das ist Dings. Ah, für die Gasanlage. Nee, Chiptuning. Da war so ein blödes Ding drauf.
Oh nein. Pro Racing. Keine Ahnung. Wer weiß, wie teuer das war. Keine Ahnung. Ich musste mal. Es gibt ja Boxen, die kosten 800-900 Euro. Aber der sieht nicht so, als würde er so teuer sein. Der macht keinen professionellen Eindruck. Oh, das ist ausgesprochen. Ja, ach du mal, wie schwer das ist. Oh, jo. Das Ding hält nicht, ne? Ah, ja, okay. Ah, ja, da sieht man. Hier siehst du auch schön, pro Zylinder zwei Zündkerzen. Ja, nee. Habe ich gar nicht geschaltet so schnell, stimmt. Hier hast du schon nur hier 8. Aber das Geile ist, hier hat man wenigstens Platz, um die rauszuholen. Ja, deswegen habe ich hier aufgemacht. Ich wollte mal unbedingt gucken. Guck mal, du kannst hier wirklich gut. Hier kann man echt gut schrauben, ist schrauberfreundlich. Ja. Guck mal, der Kühler sieht sogar gut aus. Sag mal, wie der von der S-Klasse aussah. Also das Außenkleid ist das Allerschlimmste hier. Aber das kriegen wir hin. Aber guck mal, wie krass, ne? So mit gesonderten Filterkasten. Normal ist ja alles, ne? Hier mit den Bänken gefiltert. Mit Luftfilter und alles. Aber der hat auch eine Ansaugung hinten, ne? Ey, Bro, lass uns da zusammen ein paar Sachen machen. Ich hab ja, da echt natürlich. Bock drauf. Wir können Kompressionstests machen, Zündbild ansehen. Ja. Wir können ja auch endoskopieren. Okay. Und das ist ja hier eine Krankheit. Wer weiß, wo er noch ölt unten. Aber das können wir auf doch alles Fall. Richtig schön mal zusammen. Ja. Und dann leisten wir den eine Woche. Dann leisten wir. Ja, warum? Ist doch kein Ding. Einmal bei mir die Straße. Kannst du behalten, oder? Den behalte ich. Der ist nicht zum Abgehen. Ja. Habt ihr schon Angebote gekriegt hier bei Instagram? Die Gasanlage scheint gar nicht kaputt zu sein. Nein, ist es nicht. Es ist definitiv, weil er zwischen Benzin und Gas ist genau gleichermaßen. Der hat irgendwo, läuft ein Zylinder nicht ganz mit. Ja, also das hat er aber jetzt vor kurzem. Das hat er erst ab Samstag gemacht. Ja, Digga, wer weiß, wie lange er stand. Ja, ne? Ich mache ja so einen Ölwechsel, Zündkerzen, da kommt alles neu. Brauchst du keinen Backdrücken mehr machen. Alles das. Was ist riecht so? Die Haube, ne? Das ist sehr schön. So, schreibt mal in die Kommentare hier, ich und Channel. Auf jeden Fall. Dass wir hier ein paar Sachen miteinander hier machen. Hier. Aber also, werden wir sowieso. Aber könnt trotzdem jetzt Kommentare schreiben. Guck mal, der größte, geilste Unterschied ist wirklich kein heller Innenraum. Das ist geil. Guck mal, was das ausmacht. Ja, Digga. Bei dir, ja. Bei mir war das ja da, dachtest du, oha. Ja. Und hier? Wenn das, der Sitz jetzt weiß wäre, wäre vorbei. Guck mal, sogar mit Memory. Ach, der hat das ja nicht an der Tür, ne? Nee, der hat das nicht an der Tür. Und deswegen finde ich auch diese Sitze geil, weil die kann man problemlos in anderen Mercedes einbauen. Aber guck mal, du musst alles machen, während du sitzt. Das mit Ablesen ist auch doof, ne? Aber egal, Hauptsache da. Genau. Und dieses Wurzelholz im Tisch braun hier. Geil. Da oben ein schönes Android-Radio. Wobei ich den originalen schon feier. Ach, der ist hässlich, Digga. Ja, ich feiere. Ich feiere das nicht. Der von mal, der Nachfolger davon. Der ist geil, den du in deinem Mercedes hast. Der in dem der Mercedes ist, den mein Vater fährt, ne? Ja, den finde ich auch geil. Das ist ein Unterschied. Also, ich habe da echt Bock drauf. Ja, machen wir.